Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Den Rhythmus, bei dem jeder mit muss, den gibt es einmal im Jahr reichlich. Live, Open Air und in aller Vielfalt bei der Bahama Night in Nassau. Zur heißen Musik gesellen sich bestens gelaunte Menschen und eisgekühlte Getränke. Ein rundum tolles Fest, wo jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann. Ganz im Sinne der Veranstalter. Tolle Veranstaltung, in diesem Jahr das 11. Mal. Organisiert von unserem Tourismusverein Bad Ems-Nassau mit Christoph Keul und seinem Team. Eine gute Sache, coole Stimmung. Entstanden ist das attraktive Festival tatsächlich aus der Namensähnlichkeit mit dem anderen Nassau, das auf der fernen Inselgruppe der Bahamas liegt. Ein Besuch vor Ort gab zusätzliche Inspiration. Einmal war ich zu Gast in Nassau und da, das ist ungefähr so jetzt 10 Jahre her. Und die Idee mit der Bahama Night, wie gesagt, ist so gekommen in unserem Büro. Es war eigentlich so eine Schnapsidee, weil wir überlegt haben, was können wir für eine neue Veranstaltung bieten. Und wie gesagt, durch die Namensgebung Nassau Bahamas, Nassau Lahn, haben wir halt gedacht, machen wir mal eine Bahamas Night in Nassau. Über den Namen hinaus gibt es aber tatsächlich viel engere Beziehungen zwischen Nassau-Lahn und Nassau-Bahamas, als man zunächst glaubt. Da gibt es eine Gemeinsamkeit, wahrscheinlich die Stammburg Oranien-Nassau. Und ich nehme an, das ist der Namensgeber für die gleichnamige Stadt auf den Bahamas. Nach einigen erfolgreichen Jahren ist es an der Zeit, einen Rückblick zu wagen und ein kleines Zwischenresümee zu ziehen. Die erste Veranstaltung war schon ein relativ guter Erfolg. Und dann haben wir das ein bisschen weiter ausgebaut, jedes Jahr ein bisschen mehr. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel mal für die Kinder noch was gemacht, diese Kinderhüpfburg, weil wir auch viele Anfragen hatten von Familien, die gerne hier kommen. Es soll ja eigentlich Familienfest sein, jung und alt, soll feiern. Und das ist uns eigentlich gelungen. Also wir haben eigentlich so 2.500 bis 3.000 Besucher im Jahr und damit sind wir ganz glücklich. Mit der Musikauswahl steht und fällt eine solche Veranstaltung. Die Karibik-erprobte und international besetzte Band Rhythm Posse sorgt in bester Weise für den stilechten Groove. Zusätzliche Unterstützung bringen Monta Batida aus Montabaur, die mit ihren Trommeln Samba-Feeling pur auf der Lahnwiese präsentieren, die übrigens eigens zur Bahama Night mit echtem Sand ausgestattet wird. Ja, normalerweise ist das der Freier vom Steinpark hier mit Spazierwegen, wo die Leute halt ein bisschen planieren können. Und dem Abend verwandelt er sich halt ein bisschen in Karibik mit dem kleinen Sandstrand, den wir hier haben. Ja, und die Live-Musik dabei passt schon. Und die Lahn natürlich, alles wunderbar. So geht dieser Nassauer Tag über in eine karibische Nacht und der Rhythmus, bei dem jeder mit muss, klingt noch lange sanft über die Lahnwiesen. Übrigens hat sich auch schon mal der Bürgermeister der Verbandsgemeinde auf Nassau Bahamas umgeschaut und dort ein quirliges Inselparadies erlebt, das aber nicht ganz mit seiner Heimat mithalten kann, denn hier ist natürlich schöner, viel grüner. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.